Name ist Wolfgang Scharrer. Ich kandidiere auf das Amt des Bürgermeisters hier in Malsch. Hallihallo, liebe Was geht ab in Malsch Community. Wir haben ein neues Format kreiert, was sich nennt Was geht ab in Malsch Smalltalk. Und was gibt es Besseres zur Premiere hierfür als die Bürgermeisterwahl in Malsch Mitte Juni? Wir haben alle Kandidaten, auch den amtierenden Bürgermeister, angeschrieben, mit uns einen kleinen Smalltalk durchzuführen. Bisher haben wir die Resonanz von 3 Personen erhalten. Heute begrüße ich Wolfgang Scharrer neben mir. Und Herr Scharrer, vielleicht können Sie sich gerade mal ganz kurz vorstellen, wer Sie sind, Familie, wo Sie herkommen. Mache ich natürlich sehr gerne. Hallo, mein Name ist Wolfgang Scharrer. Ich freue mich natürlich, bei der Premierenveranstaltung dabei zu sein zum Smalltalk. Ich bin mittlerweile 46 Jahre Rechtsanwalt und Mediator, bin verheiratet, habe 2 kleine Töchter, 4 und 6. Ja, und bin in Marsch geboren und kandidiere eben auf das Amt des Bürgermeisters. Vielen Dank. Ganz kurz, Herr Scharrer, zu den Spielregeln, die wir uns heute ausgedacht haben. Sie ziehen eine Frage aus diesem Eimerchen, der 60 Fragen beinhaltet, die von dem gesamten Was geht ab in Malsch-Team sich ausgedacht worden sind, und geben mir diese Frage. Ich lese Ihnen vor. Ich kenne die Fragen mittlerweile auch nicht mehr, weil 60 Fragen ist schon eine ganze Hausnummer. Wir werden davon 15 bis 20 Fragen ziehen. Ich sage jetzt mal wahrscheinlich 20 aufgrund der Zeit. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir da beginnen können. Ich kann sagen, bei 20 Fragen fangen wir an. Wunderbar. So, dann kommen wir zur Frage Nummer 1. Die erste Frage: Welche Musikrichtung macht gute Laune? Gute Laune. Auch wenn es paradox klingt, aber ich bin in den 90er Jahren verhaftet geblieben und meine Lieblingsband ist Radiohead. Der eine oder andere kennt die vielleicht noch. Radiohead? Welche Musikrichtung ist das? Das ist so Elektro-Indie-Geschichten. Okay. Es ist auch nicht wirklich gute Laune-Musik im Sinne von mozarthaften Melodien, sondern es ist eher ein bisschen, wie soll ich sagen, getragen. Okay. Aber macht mir trotzdem gute Laune. Okay, super. Dann machen wir gleich die zweite Frage. Genau. Sie sehen, das geht hier zack, zack. Oh. Fast wie auf dem Jahrmarkt. Song. Ich leg die anderen beiden. Genau. Anderen also nicht weg. Den Joker ziehen, sondern gleich wieder alle Fragen zurück. Gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Oh, wer ist Ihr politisches Vorbild? Mein politisches Vorbild? Ehrlich gesagt habe ich gar kein politisches Vorbild. Ich habe mir noch nie so Gedanken gemacht. Natürlich finde ich Persönlichkeiten ganz interessant aus Kunst, Kultur, Politik. Vorbilder sind eher, sage ich mal, Leute bei mir aus der Nachbarschaft oder aus der Familie. Ein großes Vorbild ist zum Beispiel tatsächlich, auch wenn es ein bisschen banal klingt, meine Frau. Die zeigt mir oft, wo es lang geht. Die ist ein guter Kompass für mich und hilft mir dabei, gesund und normal und bodenständig durchs Leben zu gehen. Ja, für den Gut. Machen wir die nächste. Ansonsten hätte ich es Helmut Schmidt, aber, okay. Aber, das, okay. Aber nur weil er gesagt hat, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Okay. Entschuldigung. Sie merken ja, das ist alles ein bisschen lockerer hier bei uns. Wir kriegen es noch hin. Also auch die Melcher können locker sein. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Ganz klar blau, alles blaue und blauartige. Weil blau, also man sagt ja, grün ist die Hoffnung, blau... Harmonie, glaube ich. Harmonie. Mhm. Wunderbar. Dann können wir bald weitermachen. Das ist einfacher als gedacht, das ist wirklich ein Smalltalk. Ja, ja, bitte schön. Genau. Und es gibt nichts zu gewinnen am Schluss, gell? Was halten Sie von Social Media und unserer Facebook-Gruppe? Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Ich darf wirklich ganz ehrlich sein, ich bin eher der Typ, der die Leute direkt vor sich braucht. Also einer, der Two-per-Two von Gesicht zu Gesicht funktioniert und auch es liebt, mit den Menschen zu sprechen. Natürlich ist Facebook, Social Media eine tolle Geschichte, gerade dann, wenn man, so wie ich, auch lange weg war aus Marsch, um Kontakt zu halten.
Oder auch in Corona-Zeiten. Ne? Oder auch in Corona-Zeiten, Videokonferenzen etc. Es ist eine Alternative vielleicht nicht, aber auf jeden Fall ein Mittel, die Distanz zu überwinden. Facebook habe ich mir jetzt wieder stärker angeguckt und mich dem stärker gewidmet im Zusammenhang mit der Kandidatur. Natürlich auch, was geht ab in Marsch, der Gruppe. Ich finde das eine gute Geschichte, sich hier dann eben als Community zusammenzuschalten. Ich finde nur wichtig, dass man nicht die Regeln vergisst, die man auch im alltäglichen Leben aneinander schätzt. Also so wie man höflich und pflichtig miteinander umgeht, sollte man das natürlich auch im Netz machen. Richtig. Sehr gut. Ein guter Appell auch an einige bei uns in der Gruppe. Sehr schön. Heute gehen die Augen auf. Ja. Super. Ach so, Herr Schauer, ja, genau, es geht weiter. Es geht hier Schlag auf rasend Schlag. Thema Kulinarisches. Was ist Ihr Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht ist Spaghetti mit Tomatensauce. Meine Frau ist Italienerin, natürlich nur in ihrer Variante. Natürlich. Das ist dann auch die Pasta con sugo di pomodoro. Okay. Ist das dann neapolitanisch? Ja, oder? Nein, aber süditalienisch. Meine Frau ist Sizilianerin. Okay. Ganz wichtig, das ist so ähnlich wie bei uns, wenn man sagt, ich bin Badener statt Süddeutscher, so ist man in Italien da auch Sizilianer. Okay. Okay. Ja, wieder was dazu gelernt. Ja. Aber Leibspeise vieler Kinder auch. Ja. Und groß geworden. Und groß geworden. Oder alt. Oh, jetzt können Sie vielleicht ein bisschen schwindeln, aber macht nichts. Thema Bußgeld. Für was und wie oft haben Sie schon Bußgeld bezahlt? Also ich darf vorwegschicken, es ist verjährt. Ich habe für einen Rotlichtverstoß bitter bezahlt im Rahmen meiner Führerschein, wie soll ich sagen, Jugend. War dort in der Nachschulung, hat mich ganze 600 Mark damals gekostet und 2 Punkte und Fahrprobe und alles in der Natur. Okay. Also war eine ganz schöne Geschichte. Ja. Ich muss gestehen, ich bin allein durch die Distanz, Marsch München, wenn ich viel auf der Autobahn bin, schon risikobehaftet. Okay, also öfter mal wegen Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist es jetzt weniger, das ist es dann aber mehr so tatsächlich versparken oder Parkschein vergessen. Ja, also eigentlich so ein Bagatelldelikt, wie man so sagt. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Frage. Oh, Sie haben schon... Nein, kein Joker. Das war nicht richtig zugefallen. Ja. Ich mach nochmal alle rein. Wir sind ja auch nur semi-profis, was das Thema betrifft. Tja, was wünschen Sie unseren Kindern und Jugendlichen für die Zukunft? Glück, Gesundheit und faire Chancen, ihr Leben so zu gestalten, wie sie wollen, um glücklich zu sein und zufrieden zu sein. Punkt aus. Das sehe ich bei meinen 2 Kindern, 4 und 6 Jahre, 2 Töchter, umso mehr. Die sollen das tun, dürfen und können, was sie sich frei entscheiden. Ja, das gibt es eigentlich auch nicht mehr dazu zu sagen. Ja. Was es dann auch ist, ob es Handwerk ist, ob es ein Studium ist, ob es Deutschland, Italien ist. Am liebsten natürlich in Marsch. Ja, haben Sie mitgezählt, wie viele Fragen wir schon? Nein. War jetzt keine Frage, die draufsteht? Nein. Oh ja, genau, da kommen wir gleich zum Thema. Lachen ist gesund oder zum Lachen in den Keller gehen? Lachen ist gesund, ganz klar. Ganz klar. Ich mache das eigentlich auch so, dass man bei der Arbeit auch mal ein Späßchen oder humorisch unterwegs ist, humoristisch unterwegs ist. Ich denke, das lockert die Sache auf. Man muss aber dann auf den Punkt kommen und da, wo es wichtig ist, sich wieder konzentrieren und zur Sache zu tun. Aber ansonsten finde ich es ganz wichtig, dass man lachen und so. So, auf zur nächsten Frage. Ihr Versprechen an unsere Gruppe, also unsere Facebook-Gruppe, nach der Bürgermeisterwahl, unabhängig davon, ob Sie jetzt Bürgermeister sind oder nicht. Ich verspreche, dass ich, oder andersrum, ich habe immer gesagt, ich verspreche nur das, was ich halten kann. Ansonsten verspreche ich es nicht. Aber ich verspreche, dass ich auch nach der Bürgermeisterwahl und unabhängig, wie sie ausgeht, meine Seite weiter pflegen werde und mindestens einen Post pro Monat. Pro Monat, immerhin. Gut, gut. Okay. Aber Sie merken schon, die Fragen sind ja, das ist alles gut. Ne?
So, eine Frage zur Kindheit. Mhm. Lego oder Playmobil? Lego. Lego Raumfahrt. Lego Raumfahrt? Ja, okay. Ich bin in den 75er Jahrgang und bin zu Star Wars Zeiten quasi im Lego Alter gewesen. Und das weiß ich noch wie heute, Weihnachten 1982. Das ist gut, bei mir war es Cowboy-Indianer, glaube ich, auch Lego, also so gesehen. Ja, ich kann jeder Raumschiffe haben. Ach, ja, das waren Zeiten noch ein bisschen länger her schon. Aber gut, kommen wir zur nächsten Frage. Haben oder hatten Sie Haustiere? Natürlich, wenn ja, welche. Ja, also als Kind hatte ich ein Kaninchen, ein Zwergkaninchen. Namens Schlappi, es hatte Schlappohren, also es war nicht wirklich einfallsreich, aber immerhin. Genau. Und ich hatte mal ganz kurz einen Vogel, aber der war, glaube ich, nur zur Pflege und nicht wirklich sehr lange bei uns. Jetzt im Alter, hätte ich mal gesagt, also in meiner Seniorität hier im Marsch, plane ich wieder einen Hund zu haben. Ich habe meine Frau kennengelernt mit Hund und fand das eine tolle Geschichte zum Ausgleich. Zur Arbeit, macht die Familie komplett. So, Herr Scharrer, wir haben jetzt schon die Halbzeit, glaube ich, so gut wie erreicht. Dann machen wir einfach mal weiter mit der nächsten Frage. Bitte schön. Und so schlimm war es bisher noch gar nicht. Nee, also es hat noch nicht so wehgetan. Das kommt jetzt. Ja, das haben Sie ja in der Hand. Also dementsprechend färben Sie Ihr Haupthaar? Nein, definitiv nicht. Die können ich jetzt auch so... Es fällt, meine Friseurin, wenn ich es hoffentlich richtig gesagt habe, sagt, ich bin graublond. Ich sage graublond. An den Schleifen. Ja, bei mir ist es an den falschen Stellen ein bisschen grauer und weißer, aber weißer sein ist ja nicht schlecht. Ne? Also, dann machen wir gerade die nächste. Dankeschön. Oh, das ist mal interessant. Jetzt kommt Ortskunde. Oh. Welche sind die schönsten Plätze in Marsch für Sie? Für mich. Mhm. Also ich wohne, ich komme aus hier der neuen Heimat, bin aber jetzt oberhalb des Marienhauses und genieße es unheimlich, über die Bronn-Wiesen-Straße über den Feldweg in den Wald einzubiegen. Mhm. Und da dann am Wald entlang zu laufen. Entweder Markise zum Beispiel hoch oder runter über die Bucknerstraße wieder zurück. Das ist was, so durch die Streuobstwiesen, Hügellandschaften fällt das. Okay. Und hier, die Bühne, unser Center Park, Central Park von Marsch. Central Park. Die Bühne ist natürlich eigentlich ein Rohdiamant. Ich denke, es verträgt aber ein bisschen Pflege und ein bisschen Hege und hat aber Potenzial zu mehr als es jetzt hat. Okay. Super. Dann kommen wir zur nächsten Frage. 14? 14 oder 15? Auch nicht gezählt, ja. Jetzt schon wieder unsicher. Ich weiß es auch nicht. Privatfernsehen oder öffentlich-rechtliche? Beides, aber ich muss schon sagen, mit Hang zum öffentlichen. Rechtlichen. Ich habe einen Weiterbildungsstudiengang im Presse- und Medienrecht, finde Artikel 5 im Grundgesetz, da geht es um Meinungsfreiheit, aber nicht nur um Meinungsfreiheit, sondern auch um Informationsfreiheit, pluralistische Quellenfreiheit. Also da ist wirklich das verankert, was Meinungsbildung, was Informationsanspruch anbetrifft, im Grundgesetz verankert. Das finde ich ein tolles Grundrecht und ich finde das auch toll. Schon. Ich war auch eine lange Zeit in Mainz, ich war auch im Justizariat vom Südwestrundfunk. Von daher, öffentlich-rechtlichen Rundfunk finde ich okay. Mit dem Bildungsauftrag, mit einem Auftrag für die Gesellschaft, sachliche Informationen bereitzustellen. Ob jetzt die öffentlich-rechtlichen immer dem Auftrag 100% gerecht werden, ist eine andere Geschichte, aber tatsächlich finde ich ARD, ZDF, die ganzen dritten, Dreisat, wenn ich hier Werbung machen darf, Arte, auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ist aber nicht so, dass ich das private Fernsehen mache. Mich nervt aber, muss ich gestehen, die Werbung. Ja, wollte ich gerade sagen. Also die Werbung ist teilweise. Das gehört halt dann auch dazu. Natürlich, dafür hat man es ja auch kostenlos. Dabei. Gut.
Gut, kommen wir zu einer anderen Zeit, zur Schulzeit. GH, Lami oder Pelikan? Jetzt muss man aber ganz scharf nachdenken. Ganz, also in der Reihenfolge vielleicht. Nein. Also ich hatte auf jeden Fall einen Lami-Schüler, das weiß ich. Und ich meine Pelikan. Aber ich, ganz am Anfang in der Grundschule. Ich habe aber zugegebenermaßen das Handbuch. Und bin kein großer Füllerschreiber, ich bin eher der Kleckser. Der Kleckser und eher der Tastatur? Tastatur, weil es einfacher zu verbessern oder umzuschreiben ist und daher effizienter. Ich mag es auch mal einen Brief zu schreiben, aber das kostet schon sehr viel Aufmerksamkeit, Sorgfalt und Kraft. Also das ist, da muss es ganz besondere Anlässe geben, so Weihnachten vielleicht. Ja, das ist ein schöner Anlass. Ja. Ich muss auch mit links schreiben. Das kommt vielleicht auch noch, Links-Rechtshänder oder so. Ja, und dann sind sie natürlich auch ganz, ganz blöd gefaltet teilweise. Ja, sehen Sie, da steht einer drin. Soll ich den äußeren oder den inneren? Den inneren. Den inneren. Ja. Wer waren die wichtigsten Menschen in Ihrer Kindheit? In meiner Kindheit, muss ich ganz ehrlich sagen, meine Eltern, mein Onkel und mein Opa, die beide auch bei uns gewohnt haben. Das war eine schöne Zeit. Ich kann mich noch gerne, oder erinnere mich noch gerne, vom Kindergarten nach Hause kommen, zuerst mal beim Opa vorbeischauen, der war Kartoffeln schälen. Also es war eigentlich eine heile Kindheit. Und meinen Eltern bin ich dankbar für das, was sie mir ermöglicht haben. Also obwohl es nicht ihre Lebenswelt war, studieren zu dürfen oder aufs Gymnasium gehen zu dürfen und dann studieren zu dürfen. Und meine Opa, ich glaube, jedes Kind mag seinen Opa. Und mein Onkel war auch jemand, mit dem ich dann durch die Wälder gestreunt bin. Okay, also aber auch eine richtige Großfamilie dann auch. Also Großfamilie ist übertrieben, wir waren nur zwei Kinder, aber eben halt noch ein bisschen weiterer Familienanschluss. Die Oma war leider schon verstorben, die kenne ich auch nicht. Mhm. Aber es war immer schön, wenn man nach Hause kam, Mittelpunkt, Essen nach der Schule und da waren halt alle versammelt. Nee. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Hat mich geprägt und das möchte ich eigentlich auch so wieder haben für meine Kinder. Ja. Aber das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Schau das hin. Okay. Super. So, Herr Schacher, jetzt haben Sie ja die nächste Frage gezogen. Die lese ich jetzt mal vor. wann haben Sie das letzte Mal geschwindelt? Jetzt. Nein. Nein, überhaupt nicht. Ich muss tatsächlich überlegen. Geschwindelt? Wir wollen ja gar nicht wissen, wann Sie gelogen haben. ich wollte gerade sagen. Deswegen denke ich drüber nach. Ich glaube, ich habe meinen Kindern, das passiert wahrscheinlich täglich, irgendwas erzählt, abgeleitet, hergeleitet, weil ich sie dazu bringen wollte, irgendwas zu tun oder was nicht zu tun. Und das war vielleicht nicht ganz richtig. Gut, aber ansonsten. Gut, man kann da auch nicht immer ganz ehrlich sein, weil ich komme auch auf, natürlich bei den Kindern muss man das alles auch ein bisschen anders verpacken. Und dementsprechend ist es ja dann in dem Moment auch schon bestimmt. Keine Frage. Wobei, das ist auch so banal, mir fällt es nämlich gerade ein, meine Tochter hat mich gefragt, wie man Blut macht und ich sagte Ketchup und Wasser. So was in der Art. Ja? Perfekt. Ja. Dann machen wir weiter. Aber jetzt sind sie nur eins, genau. Ja, die hängen bitte still zusammen. Das ist, aber sie sind letztendlich auch unser Versuchskaninchen, weil Kandidat Nummer eins. Ja. So, zur nächsten Frage. Ihre erste Amtshandlung als Bürgermeister? Meine erste Amtshandlung als Bürgermeister wird sein, dass ich allen meinen Helfern und Unterstützern und diejenigen, die mich in dem Vorhaben gestärkt haben, den Dank aussprechen werde. Zugleich mich freue für alle in Verantwortung zu stehen und tätig werden zu können, um mal voranzukommen. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Dankeschön. Ah, jetzt haben wir ein Thema Shopping. In Malsch oder im Internet? Beides. Ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen, klar, Corona-bedingt war jetzt Shopping viel über Online-Geschäfte. Wobei es gab ja eine gute Aktion von den Geschäften, diese Gutscheinaktion über die IG Malsch, genau. Und ich muss auch, darf ich Werbung machen? Ja. Ich bin ein großer Fan von der Firma Kunz.
Weil sowas finde ich unglaublich, dass man einzelne Schrauben mit Unterlegscheibe kaufen kann. Oder dass man von der Geschirr bis hin zur Regenrinne, ich will nichts Falsches sagen, alles bekommen kann. Und ich kenne sogar noch den Großvater, wenn ich es richtig weiß. Ja, das stimmt. Also wirklich, das kommen hier viele von auswärts auch, weil sie sagen, ja, das unterstütze ich schon seit Jahrzehnten, die ganze Familie von uns. Und es ist auch toll. Also man fühlt sich da immer irgendwie familiär und gut aufgehoben. Das stimmt. So, das ist so. Und so soll es eigentlich auch sein. Ich finde, dass natürlich alle Geschäfte hier in Nahisch die Unterstützung erfahren sollte, miteinander, füreinander. Jetzt werde ich doch ein bisschen politisch, ohne das zu sehr auf, wie soll ich sagen, zu betonen zu wollen. Ich denke, dass wir auch füreinander da sein sollten und dementsprechend auch uns gegenseitig unterstützen sollten. Und ob das jetzt beruflich, beziehungsweise privat oder eben halt dann auch wirtschaftlich beruflich ist, man lebt zusammen. Richtig, genau. Wir sind eigentlich eine große Familie bei uns in Nahisch. Mit allem, wie man es kennt, mit Streit und mit guten Dingen. Natürlich. Mitten im Leben. Ja, absolut. Ihre schönste Kindheitserinnerung. Ihre schönen. Kindheit definiere ich jetzt mal bis, weiß nicht, 16? Ja. 14 eigentlich. 14. Ab 14 Ende. Da gibt es viele schöne, glaube ich. Aber ich weiß nicht, an Weihnachten ein Geschenk aufzumachen oder irgendwie Schokolade zu essen. Ich glaube, sowas, das sind frühe Kindheitserinnerungen, die, wenn ich drüber nachdenke, nein. Wenn ich drüber nachdenke, ich weiß noch zum ersten Mal, wie ich mit meinem Opa durch den Nutzgarten gegangen bin und die Blüten im Frühling und die Knospen aufgegangen sind. Und so ein Grün habe ich nie wieder so gesehen. Okay. Super. Ja, liebe Was geht ab in Malch Community? Dann wären wir jetzt am Ende von unserem ersten tollen Interview mit dem Herrn Wolfgang Scharer. Wir wünschen ihm auch bei der Kandidatur jetzt alles erdenklich Gute, so wie jedem Kandidaten natürlich. Wir verhalten uns ja immer neutral, wir versuchen es zumindest. Dann wünsche ich ihm viel Erfolg und wir sehen uns bestimmt früher oder später wieder. Ich bleibe Ihnen erhalten, ich danke für das Format und ich freue mich auf die 12 Posts im Jahr. Dankeschön, ihr Lieben. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.